Ich würde sagen, wir gehen rein, meine Freunde. Let's go. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Fun Fact geeignet. Ich finde, nachdem ich wieder eine eigene Wohnung habe, wird es Zeit, gewisse Oldschool-Vibes hervorzurufen. Ja. Wie findest du's? Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich's trotzdem gekauft? Ja. Bereue ich das? Nö. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Bitte erspart... Nico, mit den Haaren. Es geht voran. ...durch die Beleidigungen und die Bezeichnungen über meine Frisur. Da geht der Digga. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch bei den Frauen. Masturbiert ihr bzw. wichst ihr einfach aus Spaß oder hat es da doch eher strategische Hintergründe? Ich hole mir auch einen runter, aber ich mach das... Ich mach das aus strategischen Gründen. Es gibt... Es ist bei mir genauso. Plattform. Deutsche Atze Schröder. Auf denen bin ich ungern. Stressentlastung, unterwegs. Oder? Ja, Mann. Und dann gibt es Plattformen, auf denen bin ich verdammt ungern unterwegs. Es wäre schon verdammt unwahrscheinlich, wenn ich bei der Suche nach neuen TikToks kurzerhand auf einen extrem guten Homie stoßen würde. Und noch unwahrscheinlicher wäre es doch, wenn der mir mit seinem Scheißgesang komplett die Ohren wund singt, oder? Oh, Knossi! Ich bin da! Bist du da? Ich bin der ehrlich, Sascha. Ich bin nicht da. Das ist der beste Track, den du jemals... Ey, Freundin, was hältst du vom Mathe üben? Ey, Freundin, mein Lieblingskanal. Wir könnten dich und mich addieren, die Kleidung subtrahieren, deine Beine teilen und uns multiplizieren. Ach. Ach, Junge. Ach, Junge, halt doch dein Maul, bitte. Wow. Shit, Mann, der war so gut. Nee, Digi. Es ist 11.47 Uhr. Schau mal her. Ich gebe mir 2 Jahre Mühe, um Fame zu werden. Okay. Aber es klappt nicht. Weil Leute ihre 2 Sekunden nicht nehmen können und nicht auf das Plus und das Herz Ruhe machen. Und jetzt. Schade, Alter. Schade, Mann. Schade. Schade, Bro. Es tut mir wirklich leid für dich. Jetzt sehe ich auch noch den Typen, der seit 2 Jahren versucht, Fame zu werden und es klappt einfach nicht. Meine Güte, jetzt gib dem Jungen halt mal einen Shoutout. Gaming.Industries, schaut bei dem Jungen vorbei und lasst ihm doch ein bisschen Liebe da, Digga. Der probiert es seit 2 Jahren und ist einfach bis dato und nicht Fame. So. Absolut, absolut sinnig. Zwischendurch Aufmunterung. Um ein bisschen runterzukommen, brauche ich jetzt Jonas, danke schön. Einen guten Witz. Heute kam mein Chef zu mir und hat so gesagt... Digga, ganz... Also, manche Leute klingen einfach, als hätten die so eine muttergefickte Kohlrabi in ihrem Hals stecken. No joke. Hey, wo warst denn du? Ich hab dich überall gesucht. Hi, kam mein Chef zu mir und hat gesagt, ich hab einen Kohlrabi. Dann hab ich gesagt, tja, gute Mitarbeiter sind halt schwer zu finden. Und Jungs, ihr kennt es, Mann. Ich stehe morgens so oft vorm Spiegel und denke, verdammte Scheiße, mein Make-up hat einfach nicht den richtigen Teint. Und ich stehe dran, schmier die Scheiße ins Gesicht und merke, verdammt nochmal, ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Und dafür habe ich jetzt den besten Werbeclip, den ich jemals gesehen habe. Yes, it's Maybelline. Ah, Digga. Warum wird mir das überhaupt vorgeschlagen? Same, ich hab's auch bekommen. Ich scroll doch nur durch die Startseite, will mir irgendwelche Clips von schönen Frauen oder witzigen Leuten angucken und... 1:1, dafür benutze ich TikTok. Wisst ihr, wie oft ich von TikTok runtergehe, um einfach nur zu wichsen? Dann plötzlich... Vor Lachen. Ich wichse, weil ich lache. Plötzlich aus dem Nichts. Yes. It's Maybelline. Leute, ich verstehe es nicht. Was wollen die von mir? Leute, ihr wisst es, es ist hin und wieder sehr, sehr wichtig, zwischendurch auch den ein oder anderen Fun Fact in seinem Leben mitzunehmen, um einfach zu wissen, wie ist da Stand der Dinge. Fun Fact, actually, really, really crazy fact, my tits are real. Absolut, ein sehr, sehr interessanter, lehrreicher und vor allem wirklich. Ein weiterbildender Fact. Absolut, da muss ich allerdings sagen, hier würde ich die Überprüfung allerdings selber gerne nochmal übernehmen, um zu sehen... Digga, erstickst du nicht an dem Zettel einfach? Ey, was? Leute, wir müssen uns beruhigen mit diversen talentierten jungen Damen. Sehr talentiert. Endlich Qualitätscontent. One more time, movie.
Why? Bro, you just said you're bored. I'm bored as hell. Mom and Dad aren't even here. I have nothing to do. What's the smile for? Bro, come on. Mom and Dad aren't. No. Ich mein, im Saarland, da... Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut dem Video gerne einen Y. Falls ihr beim letzten Video noch nicht vorbeischaut, dann schaut jetzt auf gar keinen Fall im ersten Link in der Beschreibung nach. Halt einfach. In diesem Sinne, meine Freunde. Yes. Verpisst euch!